Das ist ein leckeres Ei, guck mal. Hast du sowas schon mal gesehen? Der sieht doch gut aus. Hat er gerade gerülpst? Was machst du da? Die sind ziemlich eigenartig, so viel ist schon mal klar. Hallo und herzlich willkommen zu Ark Aberration. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind mal wieder in der Base unterwegs und heute habe ich einen großen Plan, wie immer. Ich würde ganz gerne mal so einen Basilisken zähmen. Dafür haben wir ja das Ei gesammelt. Ich weiß nicht, ob ein Ei ausreicht, ein Level 48er. Das werden wir sehen. Wenn nicht, dann werde ich noch mehr Eier holen müssen. Aber das müssen wir dann halt machen. Dann müssen wir nochmal darunter segeln. Das werde ich dann wahrscheinlich nochmal mit Konrad machen. Oder Zora ist bis dahin ausgewachsen. Da müssen wir mal gucken. Zora ist jetzt imprinted. Die wollte einfach nur gestreichelt werden. Und jetzt sehen die Stats schon wieder ein bisschen besser aus. Also, die ist schon crazy gut. Sattel habe ich schon hergestellt. Und wir können ja eigentlich unser Venom geben, ne? Ich dachte, ich hätte noch was. Ach, da ist es ja. Es hält noch 2 Minuten. Perfekt. Guten Hunger. 1550 hat sie jetzt. Aber die hat gar keinen Hunger, wie es aussieht. Das ist wahrscheinlich gerade der Hungerbug. Die hat definitiv Hunger. Die ist schon mehr als halb ausgewachsen. Also die hat bestimmt 4000 Food. Was ist da los? Wieso frisst du nicht? Super komisch. Naja, die wird gleich fressen, denke ich mal. Lassen wir sie mal hier sitzen. Die wächst jetzt langsam aus. Dann haben wir einen mega coolen Rock Drake. Da freue ich mich schon total drauf. Ich habe hier so ein bisschen Ziplines installiert, dass wir uns so ein bisschen besser in der Base bewegen können vielleicht. Mal gucken, ob das funktioniert so. Das ist ein bisschen schwierig alles mit den Ziplines. Also, ihr kennt das ja. Mit dem bin ich noch nicht so wirklich gut warm geworden. So, hier hoch. Da können wir direkt auf die oberste Plattform, aber nur wenn wir ungefähr hier stehen bleiben und dann hochspringen, dann funktioniert das. Wunderbar. Dann können wir hier zum Beispiel wieder runter auf die mittlere Plattform zu unseren ganzen Tierchens und so. Super cool. Zur Nachzuchtbox. Ich habe jetzt wieder Shiny dabei heute. Shiny ist Imba. Shiny hat 1670 Charge Capacity, 1000 Charge Dragon. Und Emission 450, also die ist total killer. Ich glaube, wir haben kein anderes Tier, was irgendwie an die rankommt. Was haben wir noch? Wir haben noch Lizzie. Lizzie ist relativ gut. Und da oben müsste noch einer sein, ne? Ich glaube, im Haus oben ist noch Liadwolk. So, gehen wir mal wieder hoch. Oh, falsche Richtung. Ich verbrenne ziemlich viel Sprit in letzter Zeit mit den ganzen Ziplines. Die hier funktioniert so, dass man ganz nah ran muss und dann hochspringen. Dann kommt man da auch hoch. Und die dritte ist die, die zum Tor runtergeht. Die... Ach nee, die dritte ist die, die zum Haus runtergeht. So war das. Wow. Geschafft. Ja, genau. Da können wir hier runter und... Da ist ein Hund im Weg. Aber das macht uns nichts. Das ist voll praktisch. Survivor hängt da noch. An dem kommen wir einfach vorbei. Das Problem ist, wir kommen hier nicht hoch. Das funktioniert nicht. Deswegen muss ich erst einmal abspringen. Und dann auf die andere rüberspringen oder so. Das ist nicht ganz einfach. Also man braucht da schon so ein bisschen Akrobatikkünste, damit das funktioniert. Wir können mal kurz zu Liadwolk hochgucken. Okay, das hat jetzt auch nicht funktioniert aus irgendeinem Grund. Nehmen wir mal die Leiter. Das ist immer noch die sicherste Variante. Hier steht ja auch noch Draco. Und checken wir mal kurz. Liadwolk, das ist, glaube ich, unser zweitbestes Leuchttier, oder? 162 ist der. Genau. Und noch ein Bulb Dog und das war es eigentlich auch schon. Und der hat nur 700 Capacity. 800 Regen, viel zu viel. Yay, der dreht sich im Kreis. Die sind mega süß. Und eine Emission Range von 430. Okay, die ist fast gleich. Also, das ist ziemlich gut. Charge Regen und Emission Range ist gut. Charge Capacity ist super mies. Da müssen wir den noch ein bisschen leveln, ne? Liadwolk. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, brechen wir langsam auf. Die Tage sind, glaube ich, ziemlich kurz, ne? Ja, wir haben 10% Tag, also wird wahrscheinlich ein bisschen dunkel werden heute. Wir schnappen uns wieder Konrad. Die beste Variante für die...
Für die Ziplines ist eigentlich immer noch das, was ich hier gebaut habe. Ich finde das super, dass wir da so eine Stufe drunter haben. Hier brauchen wir das gar nicht. Hier kann man eigentlich ganz gut abspringen mit der Leertaste. Aber ist nicht verkehrt zu haben. Also wenn wir abstürzen, dann fallen wir nicht gleich runter, sondern stehen auf der Plattform, nehmen dann die Leiter da hoch und dann passt das alles wieder. Das ist schon ziemlich cool. Allerdings müssen wir auf den Gegenverkehr achten. Von oben kommende Hunde sind manchmal unterwegs. Aber das sollte ja kein Problem sein. Okidoki. Dann schnappen wir uns jetzt Konrad und versuchen, den Basilisken wiederzufinden. Der war irgendwo in der Richtung. Und es war so ein 100er? 100 irgendwas? Der war mega gut. Ich weiß das Level nicht mehr genau, aber der war so gut, dass ich mir den auf der Karte markiert habe. Also, da müssen wir unbedingt hin. Ich habe den Sattel noch nicht hergestellt. Genau, das wollte ich noch machen. Da habe ich extra noch gewartet, dass wir das zusammen machen können. Ich habe keine Ahnung, was der an Ressourcen kostet. Ich hoffe, dass wir sowas haben. Was auch immer das kostet. Okay. Basilisk. Da ist er. Basilosaurus. Basilisk-Sattel. Level 85 braucht der. Green Gems. 400 Metall. Oh. Das ist aber viel. Okay. Und 28 Engram Points. Also der ist nicht günstig. Haben wir hier so viel Metall? Das sind 176. Und ein bisschen Rohmetall auch noch. Das wird nicht reichen. Da müssen wir nochmal hoch ein bisschen Metall holen. Vielleicht können wir ja in der Luft auf Survivor aufsteigen. Nee, steigen wir ja erstmal ab, ne? Das geht bestimmt nicht. Ich wollte da hoch. So. Geht das? Jawohl. Dann versuchen wir das nochmal. So. Ich habe das schon ein paar Mal hinbekommen. Nächster Versuch. Ganz nah ran. Und bam, läuft. Super gut. So, haben wir hier genug Metall? Das ist die große Frage. 200? Wie viel können wir denn tragen? So viel nicht. Nehmen wir mal 200 mit und hoffen, dass das reicht. Also der ist echt mega teuer, der Sattel. Das ist schon ganz ordentlich. Close Call steht hier oben. Dann geht's runter. Nach unten ist das super praktisch. Nach oben kriege ich das noch nicht so ganz auf die Reihe mit den Ziplines, ja. Das war einmal zu viel E. Gut. So. Wir brauchen noch mehr Metall und Cementing Paste. Haben wir noch irgendwo Cementing Paste? Eieiei, so ein Verhau hier. Metall haben wir definitiv nicht mehr hier unten. Cementing Paste wahrscheinlich auch nicht. Oder? 76, das ist besser als nix. Oh, da ist noch mehr. Okay. Black Pearls. Alles außer Metall, wie es aussieht. Jetzt haben wir wieder Hunger. Muss auch nochmal Metall holen. Also der Sattel hat es echt in sich. So, dann stellen wir uns den jetzt her. Basiliskensattel. Mal sehen, wie man die sattelt und wie man auf den reitet. Die sind riesengroß, die Dinge. 270 Hide. Also der Sattel ist schon wirklich, wirklich teuer. So, du kommst mit. Und dann machen wir uns auf die Socken. Zora geht's gut. Hitpoints gehen langsam hoch. Food ist ein bisschen hochgegangen. Also ich denke mal, das waren so 400 Food ungefähr. Das Reaper Venom. Das ist ja nicht schlecht. Und dann muss sie halt die Feeding Trough leer fressen, sobald sie ausgewachsen ist. Da haben wir, glaube ich, noch genug Fleisch, oder? Naja, ein bisschen was. Wir gehen dann mit ihr jagen und dann kann sie sich satt essen. So, Konrad, findest du... Oh, schon wieder ein Level Up. Super gut. Das stecken wir in Melee Damage. So. Ja, Konrad, findest du den Weg? Ich hoffe es, weil ich finde den Weg nicht mehr. Irgendwo in die Richtung. Und wir mussten ziemlich hoch, das weiß ich noch. Oh nee, das war zu weit weg. Wieder hoch. Geht das? Jawohl! Gute Arbeit, Konrad! Und in welche Richtung müssen wir jetzt? Das ist ziemlich cool mit der Map geworden, dass wir jetzt immer wissen, in welche Richtung wir gehen. Das ist schon deutlich einfacher als früher. Das ist noch ein ganzes Stück. Okay.
Oh, ich habe ihn gefunden. Der ist immer noch hier. Ich dachte schon, der wäre abgestürzt, aber der ist immer noch hier. An der gleichen Location. Da hinten sind ein paar Raptoren. Die sind uns, glaube ich, ziemlich schnuppe. Der ist hier eingebuddelt. Und der war schon mal aggro. Also wenn man zu nah rangeht, dann ist der auch aggro auf Rockdrakes, glaube ich. Der versucht da irgendwas anzulocken. Und wenn wir nicht absteigen und einfach nur das Ei rauswerfen, nimmt er das dann. Guck mal, da gibt's was zu essen. Magst du das? Nee? Ich kann das Ei jetzt nicht mehr hochheben, weil dafür müsste ich absteigen. Das ist ein Level 112er. Ultra gut. Vielleicht holt er sich ja den Raptor, wenn ich ihn kill. Magst du toten Raptor? Auch nicht. Der ist ziemlich unbeeindruckt von der ganzen Geschichte hier. Der interessiert sich überhaupt nicht für mich und auch nicht für Raptoren. Was machen wir denn da? Also sieht so aus, als müssten wir den erstmal aus dem Boden holen, damit er überhaupt was frisst. Ich steige jetzt ab und sammle das Ei ein. Dann steige ich wieder auf. Da ist er. Magst du das Ei? Oh. Frisst das Ei. Wow. Der macht böse Aua. Das war knapp. Wir sind ziemlich abgestürzt. Was macht der da jetzt? Der hat irgendwie rumgefuchtelt. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Der macht böse Torpor-Damage. Oh ja. Der macht ziemlich viel Torpor-Damage und auch echt viel Schaden. Der ist mordsgefährlich. Und das Ei wollte er nicht. Wo ist er? Wo bist du denn? Oh, da ist er. Liegt jetzt da am Stein. Du sollst das Ei fressen. Wieso frisst du das Ei nicht? Das ist ja super komisch. Okay, der Basilisk macht es mir wohl so ein bisschen schwieriger. Man muss einfach rumprobieren, denke ich, bis er dann irgendwann frisst. Es gibt so ein paar Tricks bei den Basilisken. Und zwar, zum einen ist es so, dass das Level von den Eiern die Zähmgeschwindigkeit überhaupt nicht beeinflusst. Also ist egal, ob wir denen irgendwie ein Level 1er Ei verfüttern oder ein Level 150er Rockdrake Ei. Also nehmt einfach die schlechtesten, die ihr habt. Und die fressen normalerweise ziemlich viele von den Dingern. Also bei normalen Einstellungen müsste der einen ganzen Haufen davon fressen. Das heißt, wir müssen dann diverse Male runter und Eier holen. Das ist schon ziemlich heftig. Ja, und die fressen die Eier immer, egal ob sie geaggrot sind oder nicht. Aber wenn sie geaggrot sind, ist die Wahrscheinlichkeit wohl viel geringer, dass sie die fressen. So habe ich jetzt gelesen. Und dementsprechend müssen wir versuchen, den hier zu uns ranzuziehen und dann zu warten, bis der de-aggrowt. Jetzt hat er gespuckt. Und dann ziehe ich den hier einfach rund um den Felsen rum. So ist der Plan. Dann hoffe ich, dass er das Ei frisst. Frisst das Ei. Was macht er denn jetzt? Was zum Teufel? Spuckt er irgendwas anderes an? Okay. Kommt er jetzt zurück? Nee, der jagt da was. Okay. Dann holen wir uns unser Ei zurück. So. Und nutzen das aus. Man darf die Eier auch nicht aus dem Inventar vom Pet rauswerfen. Das funktioniert auch nicht. Was macht er denn jetzt wieder? Der ist super komisch. Sondern man muss die aus dem eigenen Inventar rauswerfen. Ungefähr so. Magst du das? Das ist ein leckeres Ei, guck mal. Hast du sowas schon mal gesehen? Der sieht doch gut aus. Hat er gerade gerülpst? Was machst du da? Die sind ziemlich eigenartig. So viel ist schon mal klar. Und irgendwie sieht der nicht besonders hungrig aus. Ja, und jetzt? Magst du nicht das Ei da fressen? Sieht nicht so aus, als würde er das fressen wollen. Möglicherweise muss man denen das wirklich direkt vor die Nase werfen. Also Titanboas finden ja die Eier und die gehen dann dahin und fressen die. Beziehungsweise die schlängeln sich dahin, ne? Und? Ich glaube, hast du es gesehen? Ich glaube, er hat es gesehen. Er steckt aber zwischen den Felsen fest. Das ist ungünstig. Wir sind ziemlich knapp davor. Können wir dem da irgendwie helfen?
Komm mal da zwischen den Felsen raus. Du bist doch eine Schlange. Schlängel dich da drüber. Oh. Oh. Habe ich ihn jetzt durch die Welt gebackt? Das ist aber nicht gut. Ist der irgendwo unten wieder rausgefallen? Ah, tu mir das nicht an. Ich glaube, der ist weg. Es sei denn, der sitzt hier irgendwo drunter. Aber für meine... Ich glaube, der ist durch die Welt gefallen. Oh je. Den sehen wir wahrscheinlich nie wieder. Spring, spring, spring. Geht nicht. Sweet. Ja gut, ich werde mal kurz gucken, ob ich den wiederfinde. Aber ich glaube nicht, dass wir den wiedersehen. Das ist so ein alter Arc-Bug, der scheinbar immer noch besteht, hin und wieder. Den hatte ich schon lange nicht mehr. Also wenn die Tiere nach oben keinen Platz haben, dann kann das sein, dass sie nach unten durch die Welt gedrückt werden. Hm. Oh, es waren 112er Basilisk. Die sind ultra selten. Das war's dann wohl mit dem 112er, aber in den Ruinen hier, direkt oberhalb von unserer Base, da ist ja diese riesige Brückenruine. Da sind wir schon mal rübergeflogen über den See und dann hier hochgeklettert. Das habe ich jetzt nochmal gemacht. Und hier oben ist unser kleiner Low-Level-Testilisk. Und genau, da über den See rüber ist unsere Base. Ja, ich habe gedacht, wir probieren das jetzt nochmal mit dem aus. Das ist nur ein Level 36er, ein Testilisk halt. Kein echter Basilisk. Aber ich denke, das ist besser als nichts, oder? Hauptsache, wir wissen mal, wie das funktioniert und können mal so einen Basilisken ausprobieren. Da habe ich nämlich richtig Lust drauf. Mal absteigen, dass der aggro wird. Und dann ziehen wir den jetzt hier so ein bisschen im Kreis. Der hat schon wieder gerülpst. Die machen das immer. Die sind super schräg. Der 112er wollte definitiv das Ei fressen. Der hat das Ei angeguckt und die ganze Zeit in die Richtung geschlängelt. Also, der wollte das Ei. Der ist nur nicht rangekommen, weil er zwischen den Felsen festgesteckt ist. Das war super ärgerlich. Die sind ziemlich hakelig. Yes! Läuft! Okidoki, also es funktioniert eigentlich ganz easy. Wir hatten ein bisschen Pech bei dem 112er, dass der nicht gefressen hat. Wenn der gefressen hätte, dann hätten wir den jetzt. So ist er halt durch die Welt gebuggt, ne? 53 ist auch cool. Die sehen mega süß aus. Wie er den Kopf schräg legt. Das ist ein Weibchen, ne? Du siehst echt cool aus. Immer schön züngeln. Ne? Riecht's hier gut? Die sind vielleicht cool. Die sind riesengroß. Schaut euch mal an, wie lang die sind. Alter Schwede. Okay. Ja, und das sind wohl irgendwie so... ja, so eine Art Falle für irgendwelche Tiere. Das guckt immer aus dem Boden raus und bewegt sich. Und wenn die Tiere dann kommen und da reinbeißen wollen, weil sie denken, das wäre irgendwie ein mega fetter Regenwurm oder sowas, dann kommt die Schlange aus dem Boden und packt sie sich. Die sehen cool aus. Okay, Statistiken. Die wichtigen Daten. Fast 5000 HP. Ist ja in Ordnung für so ein Low-Level-Tier. Stamina, ziemlich viel. Food ist nicht so wichtig. 2500 Gewicht. Das ist mal sauber gut. Du kriegst jetzt einen Sattel. Wie siehst du mit Sattel aus? Okay. Eine Schlange mit Zaumzeug. Okay, die hat hier so Schuppen, wo man das festmachen kann. Das ist ja praktisch. So Stachelschuppen vorne. Cool. Du bist gebaut für einen Sattel. Das ist ja praktisch. Okay, jetzt können wir da aufsteigen, ne? Oh. Nice. Können wir umdrehen? Oh ja, der Wendekreis ist nicht gut. Oh, ist die riesig. Die kommt auch ganz schön weit hoch, aber rüber, also hochklettern können wir da nicht. Wendekreis ist mega schlecht. Obwohl, wenn man erstmal dreht, dann geht's. Es dauert nur sehr lange, bis sie dreht. Okay. Die sind cool.
Du kannst auch spucken, ne? Jawoll. Spuck mal das Chamäleon an. Wow. Das macht ziemlich gut Schaden. Nicht schlecht. Schläft die Ratte bald? Ach, die will in unsere Mitte, oder? Ich glaube, wir haben eine komische Hitbox. Ah ja, wir haben eine sehr komische Hitbox. Wir machen nicht viel Schaden. Ist nicht so gut. Aber die Ratte hat nicht viel HP. Ist eine Low-Level-Ratte. Was? 92? War die schon angeschlagen, oder wie? Die hatte echt nicht viel Hitpoints. Bam, 5400. Wir kriegen echt viel Hitpoints dazu. Melee-Damage? Auch ziemlich viel. Läuft. Über 10 waren es, glaube ich. Und ansonsten brauchen wir eigentlich nichts, oder? Movement Speed vielleicht? Du bist nicht... Du bist mega schnell. Das ist ein ICE. Mann, ist die schnell. Die ist ja schneller als der Rock Drake. Das ist mal gut. Also, die gefällt mir irgendwie. Das ist der geborene Transporter. Also, die hat ja mehr HP als unser... mehr Gewicht als unser Parasair. Das ist ja super crazy. Okay, gehen wir noch ein bisschen in Melee Damage, oder? Das war nicht so mega viel. Oder in HP? Brauchen wir beides. Schlangentanz. Nice. Dann bringen wir die mal nach Hause. Ich habe ein Level Up. Dann sind wir Level 100. Das ist nicht schlecht. Wo stecken wir denn das Level rein? Hm, das ist alles schon gut hochgelevelt. Gewicht? Bam. Level 100. Na gut, dann sind wir jetzt praktisch maxed out, ne? Ich glaube, mehr geht nicht. Müssen wir erst Ascension und so. Sweet. Gut, dann schnappen wir uns jetzt die beiden hier. Ich denke, wir nehmen Konrad nach Hause. Bringen die mal so ein bisschen nach Hause, parken Konrad und dann testen wir den noch ein bisschen. Sie? Basilisk. Für dich braucht man einen guten Namen. ICE ist eigentlich nicht schlecht, oder? Alter Schwede, ist die schnell. Das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Tier. Ist halt auch super high-end. Die kriegt man ja praktisch erst nach den Rock Drakes. Wir müssen ein bisschen auf die warten, ne? Fliegen wir mal ein paar Schleifen. Und jetzt steht sie da in der Luft, oder was? Was ist denn heute wieder los? Arg macht komische Dinge. Okay, sie ist abgestürzt. Jetzt schwimmt sie. Komm mal mit zu uns. Kommt die mit? Ja. Der Rockdrake ist doch ziemlich schnell, wenn er fliegt. Aber sie kommt einigermaßen mit. Wir wollen darüber. Gucken, ob sie mithalten kann. Ja, sieht gut aus. Wir sehen sie zumindest noch. Komm schon. Das mit dem Fernglas auf dem Rockdrake ist mega komisch. Der dreht erst so im Kreis, aber der guckt schon in die richtige Richtung. Also, das passt schon irgendwie. Es wird nur so ein bisschen schwindelig, wenn man das... Was denn jetzt eigentlich? Jetzt hat es ja einwandfrei funktioniert. Mir wird immer so ein bisschen schwindelig, wenn ich das Fernglas auf dem Rock Drake auspacke. Aber theoretisch funktioniert es schon. Komm mal zu uns. Im Wasser sind die nicht so schnell. Mann, die sind riesengroß. So schnell, obwohl die so groß sind. Da ist noch das Bienennest gewesen. Also hier ist ja so eine Location, hier gab es früher immer Basilisken. Aber ich glaube, nach ein paar Wochen oder so wurden die Spawns wurden drastisch reduziert. Und jetzt gibt es sie nur noch ganz selten. Und bei uns gibt es sie scheinbar gar nicht mehr. Wenn ihr euch zurückerinnert, die ersten Episoden waren hier immer Basilisken bei uns unterwegs. Was ist denn da los? Party. Was macht ihr denn alle? Riesen-Action. Ich glaube, der Basilisk mischt sich ein. Mach sie weg. Der kämpft gegen so einen Hund. Die sterben alle an den Palisaden, also an den Spikes. Was sind das für ein Ravager? Der hält mal viel aus. Okay. Noch einer? Nee, alles gut. Die sind ultra buggy. Okay, er kann sich verteidigen. Läuft.
Also sie haben die Hitbox ungefähr in der Mitte. Alle Tiere versuchen, den in den Bauchnabel zu beißen. Was natürlich nicht so wirklich von Vorteil ist. Die bleiben überall hängen. Ich lasse sie mal auf neutral, das ist lustig. So. Ich will in die Base. So, irgendwie darüber. Nee. Geschafft. Gut, Konrad, du bleibst jetzt hier drinnen. Wir ziehen mal kurz mit unserer neuen Schlange los und gucken, was die so kann. Außer Gift spucken, Torpor-Schaden machen. Vielleicht können wir so ein paar kleinere Tiere schlafen legen. Ich weiß nicht, wie viel Torpor-Damage das macht. Es müsste ziemlich viel machen, wenn man damit Tiere betäuben kann. Weil es macht super viel Schaden, also... der wird das meiste wahrscheinlich nicht überleben. So ein Diplo schon, ne? Gucken wir mal den Stego an. Das macht 300. Das ist halt schon viel. Kann man nicht vorstellen, dass die das überleben. Nee. Keine Chance. Das ist die totale D-Zug-Schlange hier. Dreh mal um. Das mit dem Umdrehen geht halt überhaupt nicht gut. Auch schon tot. Wo können wir das denn testen? Halbdog stirbt auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit irgendwas betäuben können. Wir müssen halt ziemlich lange warten. Gucken, ob der Gift-Debuff vielleicht ein bisschen länger anhält. Suchen wir uns nochmal irgendwie so ein Stego oder ein Trike oder sowas. Was können wir denn sonst noch? Vielleicht die Schildkröte, die ist nicht so schnell, ne? Das war drüber. Die sind so flach gebaut. Treffer! Hä? Was war das denn? Was hast du gemacht? Ah, das ist der Rülpser. Was bringt das denn? Bringt das irgendwas? Ich glaube nicht. Das ist nur so ein bisschen anrülpsen. Die Schildkröte schläft auch nicht. Okay. Also das ist praktisch die C-Attacke. Ich glaube, das war's. Also ich weiß nicht, ob der sich eingraben kann. Sieht irgendwie nicht so aus. Die Schildkröte kommt immer noch. Ich will echt wissen, ob wir die irgendwie betäuben können. Das wäre schon lustig. Erwischt. Am besten schießt man so ein bisschen neben die, dass man die zwar mit dem Gift trifft, aber nicht direkt trifft. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dass die so durch die Wolke durch müssen. So müssten die ja theoretisch auch Torpor-Damage nehmen, oder? Oh, jetzt haben wir sie getroffen. Aber nur leicht. Flieht sie? Was macht sie? Hängt sie am Stein oder was? Die sind mega cool, die Basilisken. So viel ist schon mal klar. Zielen ist schwierig. Oh, das war ein Volltreffer. Wo bist du denn hin? Okay, sie ist tot. Also ich glaube nicht, dass man damit Tiere betäuben kann. Also eine Schildkröte, die hält schon ziemlich viel aus. Die hätte ja eigentlich irgendwann schlafen müssen. Aber sie hatte wahrscheinlich Torpor, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht geflohen, ne? Ist auf jeden Fall nicht so wirklich praktisch. Oh. Nice. Also eingraben kann man die schon. Kann ich auch wieder ausgraben. Sonst kann die, glaube ich, nichts Spezielles, ne? Sonst ein Inventar ran. Also man kann die eingraben, so wie die Polovias, aber wir können es nicht eingraben, wenn wir drauf sitzen. Okay. Ja, das sind wohl so ziemlich die schnellsten Tiere an Land und definitiv die mit dem höchsten Gewicht. Das ist ein super Low-Level-Tier. Was, 35 oder so war das? 36, als wir es gezähmt haben, ist jetzt ein 56er. Das ist schon ziemlich wenig. Und das Gewicht ist ja crazy. Also man kriegt auch 100 dazu, das ist auch ziemlich viel. Ich würde die wahrscheinlich nicht auf Gewicht leveln, aber
Die können auf jeden Fall ganz gut was transportieren. Super nice. Können gut kämpfen, können gut transportieren, sind super schnell. Also, eigentlich ein Multitalent. Mega praktisch. Die gefallen mir schon gut. Und wir kommen über die Mauern drüber. Also sie können halt so ähnlich wie die Titan Boas ziemlich hoch klettern, ne? Yeah. Oh! Muss mir den Kopf abbeißen! Pass doch auf! Oh! Die sind ziemlich gefährlich. Hab's da einfach plötzlich zu. Crazy stuff. Ich nehme dir mal ein bisschen Fleisch ab. Du hast ziemlich viel Hitpoints verloren. So. Und das packen wir in die Feeding Trough. Wir müssen mal gucken, wie es Zora geht. Zora? Zora hat nämlich Hunger. Zora hat wahrscheinlich die Feeding Trough leer gefressen. Ja, da ist nichts mehr drin. So, jetzt hat sie wieder genug zu futtern. Damit sie dann nächste Episode satt ist und wir sie hochleveln können. Wir können sie auch schon satteln, denke ich mal. Ja, die ist ausgewachsen. So. Bam. Na du Hübsche. Hat so einen Sattel. Super coole Rock Drakes. Also wenn wir irgendwie nochmal auf dem Boden unterwegs sein sollten, warum auch immer, eigentlich ist das in Aberration ziemlich unpraktikabel, dann nehmen wir auf jeden Fall unsere super coole neue Schlange. Ich glaube, ich habe einen Namen für sie. Und zwar nennen wir sie Shesha. Shesha, die Schlangengöttin. Super cool. Jetzt haben wir es doch noch geschafft. Ich dachte schon, wir würden keine mehr finden, aber dann ist mir noch diese alte Low-Level-Schlange eingefallen, die wir da irgendwann mal entdeckt haben. Und die war zum Glück noch da. Also, weiß nicht, was mit der 112 war. Die ist halt einfach komplett durch die Welt gefallen. Ich habe da auch überall gesucht. Da war auch tatsächlich noch Boden unterhalb. Also die hätte da durchfallen können und dann irgendwie unterhalb wieder rausfallen können, aber ich habe die nicht gefunden. Also ich denke mal, die ist wirklich komplett abgeschmiert. Also passt gut auf, nicht irgendwie eure eigenen Tiere durch die Welt drücken. Das scheint immer noch zu funktionieren. Da muss man ein bisschen aufpassen. Na gut, wir haben es aber auf jeden Fall geschafft. Wir haben jetzt so eine mega coole Schlange, so einen Basilisken gezähmt. Die gefallen mir echt super gut. Die sind am Anfang so fies, die haben mich die ganze Zeit durch die Gegend gejagt. Die sind schon mordsgefährlich. Und jetzt können wir sie endlich zähmen und reiten. Okidoki, damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wir waren letztendlich doch noch erfolgreich. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich euch genauso. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.